mit einem wunderschönen Bild auf der Frontseite von Science erscheinen zu dürfen, ist eine große Ehre für die gesamte Forschungsgruppe und auch eine Freude. Es ist auch ein Ansporn für die gesamte Forschergemeinschaft in diesem Gebiet zukünftig noch vermehrt aktiv zu werden. Auf dem Cover von Science zu sein, ist für mich der absolute Höhepunkt meiner bisherigen wissenschaftlichen Karriere. Wir haben eine Frage beantwortet, es sind aber zahlreiche weitere entstanden und ich schöpfe daraus unglaublich viel Motivation, weiter wissbegierig nach Antworten und möglichen Therapien für unsere Patienten zu forschen. Der Darm ist ein großes Organ im Bauchraum und muss sich frei bewegen können, um den Nahrungsbrei vorwärts treiben zu können. Diese Kontaktfläche zwischen Darm und Bauchhöhle ist vom Bauchfell überzogen. Und wir befassen uns mit der Problematik der Verwachsungen und Narbenbildung in diesem Bereich. Diese Narben treten auf nach Entzündungen oder eben nach einem chirurgischen Eingriff und verursachen große Folgekosten und großes Folgeleid in Form von Verdauungsbeschwerden, in Form von Darmverschluss, Infertilität und erschweren auch Reoperationen, wenn die nötig sind. Es kann sein, dass eine relativ einfache, triviale Operation extrem komplikationsreich und auch schwierig wird, wegen eben diesen Verwachsungen im Bauchraum. Wir haben zunächst herausgefunden, dass eine bestimmte Immunzelle, die Makrophagen in der Bauchhöhle, essentiell sind für die Entstehung von Verwachsungen. Wir haben dann in Kollaboration mit der Universität in Calgary, die sind spezialisiert auf Bauchhöhlenmakrophagen, ein Modell entwickelt, das es uns ermöglicht, in Echtzeit unter Einsatz von Hochleistungsmikroskopen im Tiermodell durch die intakte Bauchwand hindurch zu beobachten, wie diese Zellen auf einen Schaden reagieren. Ein kleinster Laserschaden am Bauchfell wird innerhalb weniger Minuten von diesen Zellen versiegelt. Ganz ähnlich wie ein Laserschaden von einem Blutgefäß oder ein Schnitt von einem Blutgefäß versiegelt wird. Wir haben also eine Parallele gefunden von diesen Makrophagen und Blutplättchen und die Moleküle für diesen Prozess identifiziert. Dies erlaubt uns, die Moleküle zu hemmen, zu blockieren, was im Mausmodell zu einer Verringerung von Verwachsungen führt und eine mögliche Therapie für die Zukunft darstellen könnte. Diese leidverursachenden Verwachsungen im Darmbereich sind relativ schlecht erforscht. Und das war der Ausgangspunkt für uns, einmal systematisch die ganze Fragestellung aufzuarbeiten und herauszufinden, wo, zu welchem Zeitpunkt, welche zellulären und molekularen Mechanismen sich abspielen, um auch herauszufinden, ob es Möglichkeiten gibt, da therapeutisch zu intervenieren. Wir haben die konkreten Ziele mit Calgary zusammen bereits gesteckt. Wir konnten unser Medikament in unserer Studie für diese Anwendung patentieren lassen, was uns ermöglichen wird, Industriepartner zu finden und die Forschung voranzutreiben. Konkret ist es wichtig, diesen Mechanismus auf menschlichem Gewebe zu bestätigen und wir hoffen eines Tages ein Medikament auf den Markt zu bringen, das Verwachsungen nach großen Baucheingriffen oder Beckeneingriffen reduzieren kann.